spätestens seit der Bibel werden Geschichten erzählt, aber es ist halt noch nicht überall angekommen, dass Geschichten wirklich besser funktionieren. Und da macht die Werbebranche ja auch einen fortwährenden Entwicklungsprozess durch hin zu jetzt immer mehr Storytelling. Ich glaube, die Entwicklung geht letztendlich mit der wirtschaftlichen Entwicklung seit der Nachkriegszeit einher. Es gibt immer mehr Produkte, die alle das Gleiche können. Wenn ich in den Laden gehe, dann sehe ich 100 Zahnpasten mit einem erhöhten Fluoridgehalt. Ich sehe 100 Glasreiniger, die alle streifenfrei sind. Die Marken finden einfach nichts mehr, wo sie sich voneinander unterscheiden können. Und deswegen müssen die Marken Geschichten erzählen, die sie von den anderen Marken unterscheiden. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, eine Geschichte bleibt im Kopf. Ein reiner Fakt nicht. Gute Geschichte bleibt hängen, das weiß jeder. Ein guter Witz, der eine gute Geschichte ist, den erzähle ich weiter und den behalte ich, während ich eine nicht so gute Geschichte eben nicht weiter erzähle. Und so funktioniert auch Storytelling. Man erzählt eine Geschichte, die bleibt im Kopf und verknüpft diese Geschichte mit der Marke. Und das ist wesentlich effizienter, als immer wieder zu sagen, mein Produkt kann das und das, bis der Verbraucher irgendwann aufgibt. Elementar wichtig, auch in dem Bereich, in dem ich mich bewege, der politischen Kommunikation, dass es tatsächlich auch Relevanz hat für die Zielgruppe. Also die beste Geschichte und die spannendste und schönste Geschichte, die erzählt wird, nützt mir nichts, wenn sie nicht auf einen Resonanzboden bei der Zielgruppe stößt. Und dann habe ich halt eine schöne Geschichte erzählt und die Leute haben sich gut unterhalten gefühlt, aber es verpufft. Deswegen habe ich einfach versucht, mal zu zeigen, was gibt es Schönes und da so ein paar Schlüsse rauszuziehen, mit denen man anfangen kann, eine Geschichte zu erzählen. Und das sind eigentlich eher so Sachen wie, setzt euch alleine raus, nehmt euch Bleistift und Zettel mit und guckt mal, was rauskommt. Und tauscht euch mit einem Menschen aus. Und dann, glaube ich, kann man durch das Machen am besten irgendwann ein Gefühl dafür entwickeln, ob eine Story gut ist oder nicht.